Berlin. Eine Stadt mit 1000 Gesichtern. Hinter jeder zweiten Straßenecke eine Welt für sich. In diesem Labyrinth bieten über 50 Stadtteilzentren Raum für bürgerschaftliches Engagement und nachbarschaftliches Miteinander. Menschen aus dem Kiez treffen sich hier, engagieren sich in sozialen und kulturellen Projekten und unterstützen sich gegenseitig. Die ersten Stadtteilzentren übernehmen nach dem Zweiten Weltkrieg wichtige Aufgaben im Prozess der Entnazifizierung, der sozialen Beratung und des Wiederaufbaus. 1947 wird mit dem Mittelhof das erste Nachbarschaftshaus Berlins eröffnet. Mit ihrer Tradition stehen die Stadtteilzentren noch heute für Demokratie und damit für das offene Miteinander der Generationen und Kulturen. Ideale, die nicht leicht zu verwirklichen sind und die nicht von allen geteilt werden. Und damit beginnt die Geschichte dieses Films. 2006, im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Und wenn wir ganz gut sind und ihm das gefällt, dann zieht das vollkommen rüber. Okay? Alles klar. Hier sind wir im Eingang vom Haus Babylon, wo wir gerade dabei sind, eine neue Gestaltung zu machen. Die Renovierung war notwendig, da das Haus Babylon ja einen Brandanschlag hatte. Von hier runter tropfte ein Molotow-Cocktail und an dieser Wand. Das Bild war vollkommen verbrannt, es wurde schon einmal notdürftig gemacht, aber nun wollen wir es endlich wieder so schaffen, wie es mal gewesen ist. Rechtsextreme Gruppierungen standen hinter dem Anschlag und es war nicht ihre erste Attacke gegen das Haus. Der Leiter von Babel, Dr. Schieferow, erinnert sich. Wir haben 1999 einen Brandanschlag hier bekommen. Dann 2001 ist wieder noch mal das Gleiche ausgeübt. Dann haben sie wieder Molotow-Cocktail reingeworfen. Und dann hier vorne Eingang und drei Räume völlig verbrannt mit den Sachen, die auch dort waren. Der letzte Anschlag war genau vor einem Jahr, am 23.05. dieses voriges Jahres. Ich hörte, dass in Hellersdorf-Marzahn bei einer Mitgliedsorganisation des Paritätischen Stadtteilzentren sozusagen Brandsatz in die Einrichtung geworfen wurde. Und da war die Frage, was kann man tun? Und ich habe dann am selben Abend an so einer Protestdemonstration der Bürger dort teilgenommen gegen solche rechtsextremistische Erscheinungen. Das war auch ein ganz schlimmes Erlebnis, weil da junge Menschen eben auch mit Hitlergruß grüßten, hinter Ecken, hinter Scheiben. Alles nicht massenhaft, aber es war eben deutlich zu spüren, dass da ganz gezielt gegen so eine Einrichtung des Gemeinwesens vorgegangen wurde. Als Reaktion auf die Vorfälle beschließen die Berliner Stadtteilzentren, sich auf ihre historischen Wurzeln zu besinnen und unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 2007 mit einer Initiative öffentlich gegen Rechtsextremismus aufzutreten. Die Idee an demselben Abend war, dass auch die Stadtteilzentren im Westteil der Stadt sich auch bekennen sollen und Solidarität üben sollen und sozusagen gemeinsam für die Stadt Berlin ein Konzept entwickelt, was so ein Gegenkonzept gegen die Rechten ist. Also es geht darum, dass Menschen, die in einer Demokratie friedlich zusammenleben wollen, auch wissen, dass sie etwas dafür tun müssen, dass sie Argumente sammeln müssen, um gegen dieses rechte Gedankengut vorzugehen. Aber auch einfach zu zeigen, wie gut Demokratie funktioniert, unabhängig welcher Herkunft man ist. In zahlreichen Einzelprojekten geht es deshalb darum, mehr Berliner für bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen und damit auch um die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. Eines dieser Projekte beginnt im Frühjahr 2007 in der Fabrik Osloer Straße. Thank you.
Canım o benim gibi. Papatyalardan diyeceksin. Yok, papatyalardan ne özel olur canım. Afiyet olsun vallahi. In der Weddinger Nachbarschaftsetage treffen sich einmal die Woche türkisch- und arabischstämmige Frauen zum gemeinsamen Frühstück. Gülisa Mertin ist Theaterpädagogin. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin will sie ihren Beitrag zum Dialog der Kulturen leisten, indem sie einem breiten Publikum die Geschichten der Frauen auf der Bühne nahebringt. Ihre Schauspielerinnen ermutigt sie dazu, sich auch kritisch mit der eigenen Tradition und Community auseinanderzusetzen. Denn wenn wir uns von Rassisten dazu bringen lassen, uns zufrieden in uns selbst zurückzuziehen, so sagt uns Gülisa, arbeiten wir denen nur ungewollt entgegen. Doch mit ihren Positionen provoziert die Regisseurin auch Widerspruch in den eigenen Reihen. Ich habe richtig Kopf gemacht, wie kann ich die Frauen einfach auf die Bühne nehmen. Sie haben Kinder, sie haben Familien und sie haben überhaupt nicht eine Frage gestellt. Meistens, warum bin ich mal nach Deutschland gekommen, was mache ich denn überhaupt hier und so weiter. Das war für mich sehr wichtig. Ich wollte gerne so einfach die Frau ein bisschen drücken, Knopf drücken. Hey, hallo, was mache ich denn? Also wer bin ich überhaupt? Warum mache ich alles, was die, meine Gesellschaft oder die Traditionen oder die Männer mir sagen? Eigentlich, was will ich allein? An mir ist weg, Mama. Warum weg? Wegen euch, Mama. Weil ihr so zurückgeblieben seid. Warum zurückgeblieben? Was mit eurer Kultur und ihr, ey? Schön, unsere Kultur. Was ist? Ja, also ich darf nicht raus. Anja will auch mal, dass ich zu ihr gehe. Darfst du nicht lieber hier sitzen, Anja kommen zu dir? Anja, sie heißt nicht Anja, sie heißt Anna. Du lebst sogar hier seit 33 Jahren und kannst nicht mal richtig Deutsch. Was? Warum? Ich kann doch gut sprechen, ich gehe alleine zum Arzt, Orthopäde machen, Röntgen. Das heißt Orthopädie, Mama. Da, schaut! Es sind Schwarzköpfe unter euch. Diese werden von denen sofort rausgefiltert und vernichtet. Sie wollen nur Nazis, die genauso sind wie sie in diesem Land. Ich bin keine Fremde. Sie glauben, dass ich eine Ausländerin bin. Ich bin hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen. Hier habe ich geliebt. Hier habe ich gesungen. Hier habe ich geweint. Hier habe ich gelacht. Während die Frauen aus der Osloer Straße ihre Erlebnisse und Gedanken auf die Bühne bringen, setzt man sich im Prenzlauer Berg mit den Gegnern aller Integrationsbemühungen auseinander. Die NPD ist in Prenzlauer Berg irgendwie bei den letzten Wahlen mit 1,5% bei den Erststimmen und 1,2% mit den Zweistimmen gewählt worden. Es fängt an bei Sprühereien wie Israel, du Opfer, mit einem Hakenkreuz drunter und geht halt bis dahin, dass Übergriffe verübt werden. Wir haben dort zum Beispiel auch Frauen, die in Prenzlauer Berg wohnen. Das ist hier Ines Wegner, die zum Beispiel auch die Internetseite betreut von den nationalen Aktivisten Prenzlauer Berg. Das Pankow-Register existiert seit 2005, ist entwickelt worden von der Netzwerkstelle und soll rassistisch, rechtsextrem und antisemitisch motivierte Vorfälle und Angriffe erfassen. Damit ein Vorfall in das Pankow-Register aufgenommen wird, ist es nicht von Bedeutung, dass dieser Vorfall angezeigt wird. Es geht darum, dass eben Vorfälle, die unterhalb dieser Anzeigegrenze liegen, dass die eine Möglichkeit haben, das trotzdem irgendwo anzuzeigen und eben, dass es gesammelt wird. Im Jahr 2006 kam dazu, dass allein 15 Meldungen sich auf den Moscheebaukonflikt im Ortsteil Heinersdorf bezogen haben. Darunter sind Propagandadelikte gefallen, Demonstrationen und auch
rassistische Vorfälle. Was wir auch im letzten Jahr gemacht haben, seit klar ist, dass die Ahmadiyya-Gemeinde hier diese Moschee in Heinersdorf bauen möchte, dass wir ganz viele Begegnungen herstellen. Also dass wir diese Netzwerkfunktion, die wir haben, in dem Sinne auch wahrnehmen, dass wir Gemeindemitglieder mit Leuten, die auch Fragen an die Gemeinde haben, zusammenbringen, um zum Beispiel eben im direkten Kontakt diese Vorbehalte abzubauen. Können Vorurteile der eigentliche Grund für rechtsradikale Überzeugungen sein? Mindestens sind sie so etwas wie Einfallstore, Trübungen unseres Sehvermögens, die uns daran hindern können, diese Ideologien als das zu erkennen, was sie sind. Ihnen durch Begegnungen von Mensch zu Mensch etwas entgegenzusetzen, das will auch ein Projekt des Nachbarschaftsheimes Schöneberg. Ich hatte euch ja erzählt von diesem Würdeprojekt aller Nachbarschaftsheime. Und nun haben wir noch diesen Auftritt auch in Zusammenhang mit diesen Aktionen gesetzt und haben halt gesagt, also einmal würden wir diesen Workshop machen in Lichtenberg und zum anderen würden wir versuchen, gerade mit diesem Stück in einem Jugendzentrum zu spielen, wie heute hier, und danach ein Gesprächsangebot für die Zuschauer und für die Jugendlichen machen. Das Theater der Erfahrung gibt es seit über 20 Jahren. Und meine Kollegin Eva Bittner und ich, wir hatten uns einfach mal überlegt, dass es toll wäre, aus den Geschichten von älteren Leuten, die ja wirklich ganz viel erlebt haben und viel zu erzählen haben und viel zu sagen haben, daraus Theater zu entwickeln. Diese Kombination von gesellschaftlichem Engagement, aber auch unglaublichem eigenen Spaß, das hat wirklich bereichert mein Leben im Alter. Also ich rate manchen Leuten, Kinder, werdet schnell alt, es macht Spaß. Das einzig Blöde ist, dass der Tod etwas näher rückt, aber das Alter ist ein absolut gleichberechtigter Lebensabschnitt. Mit eigenen Freuden, eigenen neuen Erkenntnissen. Und das habe ich vorher nicht gewusst. Vor 2 Jahren haben wir einfach den kühnen Plan gefasst, auch nach älteren Leuten türkischer Herkunft Ausschau zu halten. Es waren natürlich Vorbehalte da. Ich fand es auch sehr lustig, dass Domusch beispielsweise erstmal einen Nazi-Witz erzählt hat, weil er abchecken wollte, was ist hier eigentlich so Sache? Alte Deutsche, wer weiß, ja. Dann wurden natürlich auch Sachen diskutiert in der Probe, wie ist denn das mit Kopftuch oder wie ist das mit dem Islam? Also tastete man sich vorsichtig ran, kann man sich das fragen oder nicht, ja. Und umgekehrt eben auch, was war das mit Hitler eigentlich? Also man wollte was voneinander wissen. Nach anfänglichen Vorbehalten hat so in einer Seniorentheatergruppe, die seit über 20 Jahren zusammen probt, ein Integrationsprozess im Kleinen begonnen, der bis heute andauert. Nach den Anschlägen folgt man bei Babel der Devise »Jetzt erst recht«. Das Team um Mekonnen Schifero, in dem Angehörige von 15 Nationalitäten wirken, will die Angebote für die vielen unterschiedlichen Leute aus der Umgebung noch erweitern. Mit Lothar sind wir für heute für eine Führung durch das Haus verabredet. Jetzt ist der Jugendclub und Disco zugleich in dem Sinne gesehen. Wie was die Tanten sich hier die Beine wund, auf Deutsch sagen, als wenn sie da drüben hingehen zu klauen. Na, so ist es doch normal. Also, das musst du nun schon sehen. Das, wo man sagen, es sind zu wenig Clubs. Es sind zu wenig Clubs. Für die vielen jungen Leute. Oder wenn der 8 Stunden arbeiten gehen würde, hat er abends keine Lust mehr zum Tanzen gehen. Aber der sitzt 8 Stunden zu Hause, die meisten. Das ist hier für Arabisch gedacht. Das sieht man an den ganzen Aufbauten hier. Alles, was runterkommt, oder Marokko wäre oder was. Also alles, was im arabischen Raum liegen tut, braucht man ja einen Punkt. Und den hat man denn hier. Der Geschichtenerzähler sitzt auf dieser Erhöhung. Da werden die Tische etwas beiseite gemacht. Der kommt dann mit seiner Klampfe da, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Und dann wird erst Musik gemacht und dann wird diskutiert und so weiter. Und dabei rauchen sie eine schöne Wasserpfeife und so. Montags und donnerstags werden Kinder von den Spätaussiedlern in Russisch unterrichtet. Das heißt, die Kinder sind hier geboren.
die kennen keine zweite Sprache. Und da wird ihnen die zweite Sprache, weil die Eltern sie hier sprechen, hier auch noch mit beigebracht. Умница, садись, Софи, пожалуйста. А теперь ко мне Софи подойдет. Diese Tafel praktisch ist für die Spätaussiedler gemacht worden von unseren Leuten, damit man den Leuten sagen kann, das ist mein Bezirk, wo ist das Amt, wo ist das alte Dorf, damit sie wissen, was ist eigentlich in meinem Bezirk drin. Unsere Begegnungsstätte im Hause Babylon. Dort ist viele Veranstaltungen 50 plus. Das heißt, dort sind Leute über 50, ja, bis zu 80 Jahren alt. Die kommen jeden Mittwoch hier tanzen. Und die haben noch was drauf. Das können Sie glauben. So, jetzt gehen wir aber mal über, dass wir ein Puppentheater haben. Günther, würdest du mal bitte einen kleinen Augenblick? Ja. So, dieses, wie ihr sagt, ja, Günther, ihr sollt doch nicht später das nur machen. Wo sind denn deine lieben Kollegen, die dazukommen sollten? So. Hier die Starpuppen und da die Marionettenpuppen. So. Also, wie gesagt, es gibt hier nichts Gekauftes. Ja, die Puppen sind alle selbst gemacht. Ja. So. Jetzt haben wir mit der Puppentheater AG 10 bis 12 Kinder immer. Und die kommen sehr regelmäßig. Man führt die Kinder ja ran erstmal. So ist es. So ist es. Das entwickelt sich dann weiter. So, das ist ja interkulturelle Kochstudio auch. Geplant sind zum Beispiel Gerichte aus Ägypten, Jordanien, Marokko, Syrien, Bulgarien, Griechenland, vieles aus Äthiopien, aus der Ukraine, aus Russland, aus Vietnam, Ungarn, Türkei, Frankreich, Italien, Kuba, Mexiko, Thailand. Auch ein deutsches Gericht ist dabei. Aus Polen wird es etwas geben und aus Indonesien. Ich bin in Berlin gekommen. Das war ziemlich groß für mich, noch immer so groß. Und, ich bin so Typ, ein klein Umgebung, erwachsen habe bis 11 Jahre und ich bin von da aus gekommen, kommt mir noch immer groß. Also manchmal sehe ich, ich verliere mich hier irgendwo. Als Nermin in die Hauptstadt zieht, fällt es ihr lange nicht leicht, sich einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Ihre Regisseurin Gülüza gehört noch heute zu den wenigen, denen sie wirklich vertraut. Und Gülüza war es auch, die Nermin dazu motivierte, regelmäßig in die Nachbarschaftsetage zu kommen. Seit einem Jahr steht Nermin mit auf der Bühne. Momentan spielt sie einen Mann, der sich eine Ehefrau als bessere Haushälterin aus der Türkei holt. Eine Situation, die ihr selbst nicht ganz unbekannt ist. Zur Probe hat sie heute ihre älteste Tochter mitgebracht, Arzu. Aha, meine Schwester! Aha, burası Almanya! Beni de kendimi sağlamak için bir gitmek istiyorum. Bok kokusundan bıkmadın mı karı? Ay Allah başıma gelenleri gördüm ben. Ne durduruyorsun? Git de çalış para getir bana. Yürü.
şeyler oluyor bana, bir şeyler oluyor. Ay be, ay böyle. Oh, Allah! Cennete düştüm, cennete. Cennete sana benim. Hayatım benimle yatacağım. Ay Allah ara, ay Allah ara. Ich will gerne frei arbeiten und ich möchte gerne, dass sie richtig frei etwas sagen, nicht immer am Kopf so, ja, jetzt darfst du das sagen. Ich will gerne, dass sie einfach frei sagen, richtig frei, provokant sein, weil das gehört dazu. Also sie sind sowieso zu Hause total mit so vielen Regeln und Traditionen, ne, leben. Und dann, ich möchte gerne, dass sie hier richtig Freiheit, richtig, also so richtig Power, was sie denken, was sie fühlen, einfach hier einfach bringen. Und da hat sie mich natürlich gezogen. Da habe ich mich noch kräftiger gefühlt. Ja? Ich schaffe das, habe ich gesagt. Und da hat mir viel meine Persönlichkeit, diese. Ich habe offen geworden, ich konnte reden. Auch ich, eine Person, okay, ein paar Leute, ich konnte nicht meinen Mund aufmachen. Zurückgehalten, immer mich so.